Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Shinobi's Playground zu Folge 3 von Let's Play Brothers A Tale of Two Sons. Zwei Brüder, die als Einheit agieren sollten. Ich bin aber leider zu blöd dazu. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal, was sich hier in dieser Höhle befindet. Denn dieser komische Troll, Gnoll, Dingenskirchen, Made, wie wir ihn so schön genannt haben, ja, hat uns jetzt hier reingeführt und wir sollen jetzt hier angeblich das Rätsels Lösung, wie auch immer, für die Heilung unseres Vaters finden. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass es der Vater ist. Denn die Mutter ist ja schon gestorben und das wollen die Brüder natürlich verhindern, dass es bei der vom Vater ebenfalls passiert. Drehscheibe. Schön ausgucken, was kann man sich denn da angucken? Schick. Haben wir doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, noch. So. Der hält sich da fest. Hier einfach los. Das ist ja jetzt nicht so sonderlich kompliziert gewesen. Ja, wie schon mehrmals gesagt, extrem gewöhnungsbedürftig mit der Steuerung hier mit diesen verschiedenen Knüppeln. Aber ich denke, irgendwann kriege ich schon noch raus, wenn ich nicht so lange Pausen zwischen den Sessions hier mache. Natürlich auch schnell durch, damit der Vater nicht allzu lange leiden muss. Weil ich keine Ahnung, ob das überhaupt eine Rolle spielt, wie lange der Vater hier am Leiden ist oder auch nicht am Leiden ist. Okay, irgendwas muss ich jetzt mit dem Bohr machen. Mal so, aber ich weiß nicht, ob das Rohr kaputt gehen kann oder sich verhaken kann oder so. Na komm. Aber die könnten Möbelpacke werden, wenn sie groß sind. Komm. Hier hätte ich das jetzt auch nochmal machen können, aber egal. Ah, ich glaube, ich kann das da verhaken. Versuche ich das mal möglichst. So. Ja, geht. Fragt sich nur, was das jetzt gebracht hat. Kann man jetzt hier rein, oder? Ah. Ja, so sonderlich kompliziert war es jetzt doch nicht. Ah, vielleicht kommen wir noch ein bisschen schwerer Rätsel. Merkwürdiger Schalter. Wer baut denn sowas? Naja. Whatever. Verdammt. So. Ich habe aber diesen Rissen immer das Gefühl, dass er gleich da halt komplett reißt und dann der Stein runterfällt oder sowas. Kriegen wir noch besser hin.
Bleib da vorsichtig einfach mal dran hängen oben. Ich könnte schwören, dass es sich sonst wieder bewegt. Ja. Hatte ich doch gerade recht. Noch mehr von diesen Trollviecher. Da ist Wasser, da will ich nicht. Und Fischlis. Aber bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ah, hier. Ob man sich jetzt einfach gefahrlos fallen lassen kann? Ganz bestimmt. Kurbel hier einmal von der Palme, bitte. Danke. Der muss sich festhalten. Oder einfach weiter drehen, okay. Dampfpresse. Hi, das war mal ein Bruder. So, nächste Kurbel. Sonderlich abwechslungsreich ist das Spiel hier nicht, aber ich denke mal, das lebt auch hauptsächlich von der Story, die hier versucht wird zu erzählen. Denn wie ich jetzt vor kurzem gehört habe, ist dieses Spiel wirklich, ja, hauptsächlich geht es darum, dass zwei Brüder als Einheit funktionieren müssen, damit sie halt ihren Vater retten können, nachdem sie ja, wie schon in der ersten Folge erwähnt, ihre Mutter verloren haben, beziehungsweise zumindest der Kleine sogar dabei war, während die Mutter da ertrunken ist. Und das ist ja schon eine... Ja, eine Story, die man nicht so unbedingt aus so vielen Spielen kennt, dass die kleinen Jungs, die kleinen beiden Söhne so viel schon direkt am Anfang des Lebens durchmachen und so viel Verantwortung dafür tragen. Das jetzt wirklich auch wieder alles gut ist. Hey, Nai! Oh, synchron hier, da. Oh, ja, ja, Tarzan. Oh, Bob. Jetzt. Oh.
Falsche Richtung. Ah, sieht da stabil aus da. Den Weg nehme ich wieder zurück, um den Vater zu retten. Oho. Banzai! Mit der Bahn! Lauf, 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 lauf! Nein, lauf, lauf, nein! Verdammt! Wie soll ich denn da schneller drüber kommen? Es könnte schon mal helfen, wenn ich den Controller anlasse. Der ist nämlich gerade leer gegangen. Kann ich das Ganze beschleunigen oder sowas? Nee. Nein, komm. Och. Okay, die Batterie ist alle, deswegen wird diese Folge jetzt ein bisschen kürzer. Muss ich jetzt hier beenden, neue Batterien einlegen und dann bin ich in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dann und bye bye.